Ich bekomme ja von Zeit zu Zeit Anfragen, wie man eben auch mit kleinem Budget nach Ungarn auswandern kann. Und natürlich nicht jeder hat eine gute Rente. Es gibt auch viele Leute, habe ich ja gesehen, die haben eine sehr schmale Rente. Nur wenn ich mir jetzt so angucke, wie teuer die Wohnungen in Deutschland geworden sind, dann würde ich mir jetzt, wäre ich in dieser Situation, eben wirklich denken, überlegen, nach Ungarn auszuwandern, eben mit kleinem Budget. Und die Hauptsache dafür, was ihr machen müsst, ist eigentlich, dass ihr nicht so riesen Komfortansprüche stellen sollt, weil warum? Was habt ihr davon? Was macht euch daran glücklich, wenn ihr, was weiß ich, irgendwelche Dreifachisolierung und Riesenräume und so weiter habt? Ihr könnt schon für ein paar Millionen forint in Ungarn ein Haus kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, so viele von den alten Häusern, das war jetzt noch vor vielleicht 10, 20 Jahren, war das noch durchaus üblich in Ungarn, dass viele Häuser kein Wasser drin hatten im Haus. Kein Wasser, also vielleicht Maximum Strom und Abwasser sowieso nicht. Also kein Anschluss an die öffentliche Kanalisation. Gibt es auch noch viele Dörfer in Ungarn, die das nicht haben. Und da spart ihr natürlich auch jede Menge Geld. Ihr habt dann entweder einen Brunnen draußen oder ihr habt also einen normalen gegrabenen Brunnen oder noch besser einen tiefen Brunnen. 50, 60 Meter tief. Und da kriegt ihr richtiges sauberes Wasser von, was ihr auch teilweise trinken könnt. Und ihr zahlt dann dafür nichts. Ihr zahlt eben auch nichts fürs Abwasser. Ihr zahlt Maximum für den Strom. Aber der ist auch wesentlich günstiger in Ungarn als woanders. Solche Häuser gibt es eben noch relativ viele, die haben dann auch kein Gas, Gasheizung drin, aber dafür in alle diese Häuser haben einen Kachelofen. Und ein Kachelofen ist auch sehr, sehr viel wert. Da könnt ihr nur mit Holz im Winter überstehen. Das heißt also unterm Strich, ich würde mir wirklich 2 Millionen, also ich sage mal 5.000, zwischen 5.000 und 10.000 Euro, sage ich umgerechnet, würde ich in die Hand nehmen und dann nach Ungarn kommen, mir ein Haus kaufen. Da kriegt ihr auch ein genügend großes Stück Land dabei und könnt ihr jetzt mal Selbstversorgung machen, Tierhaltung, Gemüseanbau. Und dieses Leben wäre für mich viel, viel ansprechender als in Deutschland mit diesen ganzen nervenden Sachen um mich rum und eben dann noch. Irgendeine Mietwohnung, die teuer geworden ist, bekomme ich auch sehr, sehr viele Anfragen. Nur wie gesagt, dann, was manche nicht machen, die sagen, ja, Alex, sag doch mal, wo ist was in Ungarn, ist was in Ungarn, das müsst ihr euch dann schon selbst suchen. Aber viele wollen dann, fragen sich, okay, wo ist der Komfort? Ich möchte Wasser im Haus, ich möchte Abwasser, ich möchte Gasheizung, aber darauf müsst ihr dann schon verzichten. Das macht euch auch nicht glücklicher. Und eine Sache, die ich auch oft sehe, dass aber das ist weltweites Auswandern, oder? Also Leute gehen mit bis zu 100.000, 200.000 Euro, weil sie in Deutschland alles verkauft haben, gehen dann ins Ausland. Auch teilweise in Länder, die wesentlich günstiger sind als in Ungarn. Nur nach einer sehr kurzen Zeit ist das Geld weg. Deswegen sage ich nach wie vor, es ist überhaupt nicht so günstig, wenn man mit zu viel Geld ins Ausland geht. Weil umso mehr ihr Geld habt, umso mehr gebt ihr es aus. Und dann bleibt am Ende nichts übrig. Also besser eine Sache zu finden in Ungarn, dass ihr ein regelmäßiges Einkommen habt. Also entweder online oder durch den Gemüseanbau zum Beispiel oder Tierhaltung oder was auch immer. Anstatt mit einem größeren Geldbetrag zu kommen. Und das dann aufzuleben. Also dafür bin ich überhaupt kein Fan von. Ja, sag mal, ob ihr das auch so erfahren habt. Dieses Video richtet sich jetzt wirklich an all die, die nicht so reich sind und mit einer schmalen Rente, einem schmalen Geldbetrag monatlich auskommen müssen. Ob das für euch eine Alternative wäre. In diesem Sinne, macht's gut. Alles Gute aus Ungarn. Like das Video, abonniert den Kanal, abonniert mich auch auf Telegram. Bis dann, ciao, ciao.